dachte, die machen Drive-In. Jetzt gehen sie rein. 30 Minuten oder so stand der an für einen Döner. Das ist halt brutal. Gut, wir gehen ins nächste Video. Und zwar gehen wir in ein Food-Video rein. Ich hab's gesehen und dachte mir, what the fuck? Das müssen wir uns eigentlich heute reinziehen. Das Video kam auch heute erst online. Deswegen ziehen wir uns an. Ziehen wir uns an? Wow. Ziehen wir uns rein von Randy ein Video. Hier gibt es eine Döner-Drive-In. Es wird wieder ein Döner-Test-Video. Ich liebe Döner-Test-Videos. Sind wir mal ehrlich, ihr liebt sie auch, gebt es zu. Und jetzt einfach einen Drive-In. Im Endeffekt, sage ich euch ehrlich, klingt für mich nicht wie was Spezielles, weil ob du jetzt an deinem Dönerladen mit dem Auto vorbeifährst und der dir den reingibt oder nicht, ist ja erstmal scheißegal, grundsätzlich. Aber gut, wir gehen rein, wir fackeln nicht lang, let's go. McDonald's, Burger King, KFC, sogar Starbucks hat einen Drive-Thru. Aber bei Döner ist das schon sehr ungewöhnlich. Digga, was? Seit wann hat Starbucks ein Drive-In? Ich habe noch nie einen Starbucks mit Drive-In gesehen. Das spricht nicht für die, Alter. Nein. Doch wir schauen uns das mal genauer an, Leute. Sofern ich das Loch treffe. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen in Österreich. Wir schauen uns heute einen Drive-Thru-Döner an. Viel Spaß mit der zweiten Folge aus Österreich. Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Bisschen leise, oder? Willkommen zurück. Home, sweet home. Ich weiß, das hat sich so angefühlt, als würde ich nicht mehr in Wien leben. Ich weiß selber nicht, warum ich so lange weg war. Wir sind aber wieder zurück und ich habe mir was Besonderes überlegt. Wir werden auf jeden Fall jetzt den ersten Drive-In, Drive-Thru, wie man es auch nennen möchte, Döner in Wien uns anschauen gehen. Österreichs. Österreichs? Ja, Österreich. Ja, ich will einfach nur mal einen Döner in mein Auto bekommen oder besser gesagt in Alans Auto bekommen. Einfach schauen, wie diese Experience so ist. Manchmal ist es simpel, einfach weniger zu sagen und einfach mal die Klappe zu halten. Schlimmster Moment im Leben, wenn diese Tür einfach noch nicht offen ist. Wenn ich... Junge, dieser Fiat 500 hat auch mittlerweile einfach richtig hohen Status, sag ich. Immer wenn ich ein Randy-Video schaue, leuchtet das der Fiat 500 auf. Ein Kommentar lese. Randy geht zum Friseur. Ich werde jeden blockieren. Coole Brille. Bruder, die sieht einfach genau aus wie meine. Nur andere Gläser. Von Mr. Specs? Ja, Bro. Einfach die günstigere Variante, wenn ihr die Brille von Lukas und Randy haben wollt. Ich muss sagen, die hat goldene Details. Ich feier nicht so die goldenen Details. Kostet auch die Hälfte von euch. Okay, und sie ist ein bisschen klein und hat braune Gläser. Aber die ist geil. Sound, finde ich, passt nicht ganz, ne? Wenn es ein bisschen leise ist, schreibt einfach in den Chat. Dann kann ich dann mach ich noch ein lauteres Video. Aber bei mir ist es in manchen Szenen saulaut, in manchen voll leise. Sorry. Es sieht so aus, als wären wir da. Dieses rote, runde Schild. Kebab and more in Dreiskirchen. Wir kommen. 12 Sekunden. Ist auf jeden Fall falsch gefahren. Du bist manchmal so ein Talent. Spielplatz gibt's auch da draußen für Kinder. Ja. Willst du mich verarschen? Shisha gibt's. Shisha? Oh, das spricht nicht für die, Alter. Nein. Vor allem noch diese Namen hier. Mood Launch. Ist ganz geil, glaube ich, wenn hier wirklich so eine Straße ist, wo jetzt auch LKW-Fahrer und so vorbeifahren. Einfach kurz so ein Döner. Ja. Okay, mit LKW fährst du nicht durch den Drive-Thru. Wow. Ich hab's mir gerade gedacht, aber irgendwie... Ich hab's einfach passieren lassen. Ich bin effektiv erst einmal in meinem Leben durch den Drive-In gefahren, ne? Ich bin immer so ein Spaß, ich park draußen, geh rein, bestell's, nimm's mit raus, misch ins Auto und fahr dann weiter. Ich weiß ja nicht mal, ob man da Gutscheine überhaupt anwenden kann im Drive-In. Musst du dann den Gutscheincode da reinbrüllen oder was? Du tust manchmal so, als hättest du ein LKW. Musst du mal diese Szene irgendwie sehen, diese Videos, wo ich parke, wo ich fahre? Wetten wir, du kleckerst heute mit dem Döner? Ja, deswegen. Ich hab Angst. In diesem Sinne, herzlich willkommen bei Kebab and More in Dreiskirchen. Es wirkt sehr ländlich hier, oder? So. Ja. Ich dachte, die machen Drive-In. Jetzt gehen sie rein. Das Restaurant von innen, bisschen Sitzplätze, 3 Spieße. Sind auf jeden Fall am Arbeiten, ein paar Getränke und sowas, ist ganz nice. Ja, wie es geht. Die haben schon Halloween-Stimmung, ja. Es gibt mir so ein bisschen Istanbul-Vibes hier draußen, muss ich sagen. Hier draußen grillt ihr auch, oder was? Ja. Ah, so Adana-Spieße und so. Ja. Stark. Wie lange gibt's euch schon?
Wie lange habt ihr schon offen? Ja, das ist krasser. Ja, aber wie lange habt ihr hier? Wie lange? Ja, ja, wie viele Jahre habt ihr? Everyday. Das ist jetzt unser neuer Video. Everyday. Also, zum einen sieht das mir ein bisschen weird aus. Es gibt mir irgendwie hart weirde Vibes. Und vor allem, was ist mit diesem SpongeBob im Hintergrund los? Yo! Holy crap! Einmal Kalbspieß, zweimal Chicken. Okay, dass sie noch so Holzofenpizza und so verkaufen, ist nicht immer ein gutes Zeichen, kann aber auch sein, dass sie einfach gute Pizza machen. Ich sag auch so, wie es ist. Hast du schon mal so Dönerpizza gegessen? Ja. Feierst du? Ja, ich feier das, Bruder. Oder bei uns im 10. Hat vielleicht nicht wirklich... Ja, Dönerpizza ist key. Holy shit, Dönerpizza mit so Dönerfleisch drauf, Zwiebeln, bisschen Knoblauch, dann schön noch hier Dings, Peperoni mit drauf, schön Käse und dann die fette Soße drauf und scharfes Pulver. Wow! Einfach geil. Wirklich was jetzt mit guter traditioneller Pizza zu tun, aber ich find's lecker. Was? Einer trifft Schlüsselloch nicht. Ich hab keinen Führerschein. Echt? Ja, für Driving reicht's. Für Driving geht schon, oder? Ist es okay, wenn ich jetzt einfach mal hier so durch den Driven fahre ohne Führerschein? Ich sag euch, wie es ist. Ich hasse es, Fiat 500 zu fahren. Ich bin das schon ein paar Mal jetzt. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Ich mag dieses Auto nicht. Einfach. Weiß nicht, es ist so klein, so. Ich fühle mich da einfach nicht wohl drin. Aber gut, ich bin halt auch etwas größer als die meisten, die so ein Auto fahren. Aber trotzdem. Nein, ja, nein. Nee. Ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das, um ehrlich zu sein, falsch an. Es fühlt sich extrem falsch an. Ist so komisch, oder? Ich erwarte jetzt nicht, dass ich durch dieses Fenster gleich einen Döner bekomme. Komisch. Aber ja, ist wie es ist. Schauen wir mal. Willst du ein oder zwei? Stellen wir erstmal ein. Willkommen bei McDonald's, Ihre Bestellung bitte. Zeit läuft jetzt, Countdown. Wie lange dauert das? Wie lange? Sind die das wirklich gewohnt? Weil auch als Verkäufer, du bist es nicht gewohnt, dass du einen Döner jetzt zum Drive-In-Fenster rausgibst. Haben die mich schon gesehen, glaubst du? Nein. Noch nicht? Digga, guck mal. Ja, aber was ändert's denn? Ob der Döner jetzt da drin gemacht wird, du den mitnimmst oder ins Auto kriegst, ändert halt für mich effektiv nichts. Ich find's halt eine lustige Idee so, aber... Ja, sonst... Ich würde es halt auch feiern, wenn der jetzt einfach so eine halbe Stunde warten muss, weil keiner sieht, dass da der Fiat steht. Der Fiat einfach viel zu klein ist. Ja. Ah, wie lange war das? 30, 40 Sekunden? Hallo. Hallo, bitteschön. Wir hätten gerne zwei Döner, einmal Kalb, einmal Huhn. Ah. Ohne Tomaten willst du, oder? Ohne Tomaten, ohne Zwiebel. Der Mann will einfach, du willst keinen Döner, Bruder. Soll ich fragen, ob die auch Burger haben? Und den anderen mit allem. Bisschen scharf, willst du den Chicken Döner auch scharf? Nein, nein, gern scharf. Den Chicken, also wir machen einmal Chicken Sandwich und einmal Döner. Kann man mit Karte bezahlen? Ja. Super. Können wir noch was zu trinken haben? Eistee, Cola. Uluda haben wir, Sprite haben wir. Ich nehme Uluda. Zweimal. Uluda. Zweimal. Uluda ohne Tomaten. Alter, Uluda, einfach wichtig. Zum Döner gehört ein schönen Uluda. Entweder das oder viele trinken gerne noch Ayran. Ich bin kein Ayran-Fan, muss ich sagen. Alter. Soll ich sagen, ohne Fleisch noch? War Ulu da. Ich würde sagen, es fühlt sich immer noch nicht richtig an, aber vielleicht fühlt sich der Döner dann gut an, im Magen. Das müssen wir jetzt rausfinden. Mir sind jetzt so ein paar Sachen aufgefallen, die haben halt nur einen Kühlschrank da vorne. Das heißt, die Frau muss jetzt da ganz vorgehen. Ich denke auch nicht, dass so viele Leute sich einen Döner ins Auto holen. Egal, macht nichts. Alles gut. Alles danke. Gut, danke dir. Mit Karte? Die Karte muss ich aber noch vorne machen. Geht es, mein Handy? Ja, ja. Okay. Was? Okay, das ist maximal weird. Digga, stell dir mal vor. Oh, das ist der übelste Riss. Stell dir vor, da arbeitet so jemand. Du arbeitest da, siehst einfach eine Dame, keine Ahnung, hübsche Dame, die bestellt ihren Döner einfach am Fenster, wer auch immer. Dann sagst du so, ja, Handy muss ich kurz mitnehmen. Du gibst einfach deine Nummer an. Du gibst einfach deine Nummer ein. Hinterlegst du. Das ist der absolute Riss. Die wird mich dann zwar aber aufs Maximale verklagen wahrscheinlich, aber okay. Ich fände es zum Beispiel sehr unangenehm, einfach mein Handy mitzugeben. Vielleicht macht sie jetzt 48,50 aus, was er eben.
Trinkgeld. Karte müssen Sie mit vornehmen, wir haben noch kein Gerät hier hinten. Das heißt, es ist ein geiles Konzept, deswegen denke ich, die meisten Kunden kommen hierher und essen drin. Was geiler, das oder Sprite? Schwierig, ich bin ein großer Sprite-Fan. Dankeschön. Dankeschön. Also wir haben bestellt 2 Döner, 2 Getränke, 2 Döner 11,80 Euro, das heißt 6,40 Euro, nee. 6 Euro? Nee, 5,90 Euro. Okay, ich kann nicht rechnen. Aber ist gut, ist günstig. 5 Euro. Mathematik, immer Mathematik. Kostet ein. Finden Sie uns? Ja. Wir drehen aber ein Video über den Drive-In. Wie lange macht ihr das schon mit dem Drive-In? Seit 2009. 2009 wow. Gibt es den Drive-In schon? Na, ich weiß es nicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber Kebab mit Moin gibt es schon seit 2009. Okay, aber dieses Drive-In-Ding noch nicht seit 2009. Oh ja, schon. Digga, hä? Ich glaube, sie weiß einfach nicht über ihre Arbeitsstelle Bescheid. Danke. Wait a minute. Ohne Zwiebeln, oh, ja, genau. Und einmal Kalbkebab mit ein bisschen scharf. Aber alles sonst? Alles. Super, danke schön. Ich ein Kebab. Das andere ist kein Döner jetzt. Oh ja. Okay. Ich mag auch kein Zwiebeln. Okay. Also Freundlichkeit 10 von 10. Ganz aber simpel. Aber das ist meistens so am Land. Sind die meistens freundlich? Ja. Am Land? Also. Okay, ich nehme was zurück. Kommt drauf an, wo. Eigentlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Leute am Land nicht freundlich alle, sind. Ja. Man sagt auch, also was auch oft gesagt wurde, ist, dass so in Österreich die Leute so unfreundlich sind. Ich sage euch jetzt mal eine Sache. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, aber Randy ist ja, ich bin ein dunkelhäutiger Mensch. Ich sag so, wie es ist. Ich hatte bis jetzt noch keine Probleme in Österreich irgendwie mit unfreundlichen Menschen. Nicht mehr als woanders auf der Welt. Digga, wo fährt er eigentlich lang? Er macht hier Tokyo Drift, während er redet. Tokyo Drift einfach mal über einen halben Platz. Warum fahre ich aber eigentlich 8 Runden hier mit Auto? Das ist mir aber auch gerade. Auf jeden Fall jetzt noch einen Döner geschenkt bekommen, extra für die Thumbnail. Die haben jetzt auch nochmal gefragt, hey, welche TikTok habt ihr? Ich habe gesagt, Bruder, kein TikTok. Auf jeden Fall super nett. Kuss geht wirklich raus von Kebab & More. Wir haben auf jeden Fall hier den Kalbdöner. Salat, Schaf, Tomaten. Also wir haben eigentlich... Ich muss sagen, er sieht ein bisschen lieblos aus. Er sieht geil aus, so. Aber das Fleisch vor allem sieht einfach lieblos aus. Ein bisschen aus wie tot. Alles drin. Zwiebeln, ganz klassisch, würde ich das sagen. Bisschen Joghurtsoße, so ein bisschen drüber. Und ich glaube, die machen Soße, Fleisch alles rein, dann nochmal Soße aufs Fleisch und dann nochmal Fleisch drüber. Das sieht gut aus. Die Größe ist so, ich würde sagen, ist für meine Hände wirkt der jetzt sehr klein, aber ich glaube, so eine durchschnittliche Größe. Vor allem 5,90 Euro für einen Kalbsdöner ist schon günstig. Kalbsdöner sind locker immer so bei 7 bei uns. Ist ja Kalbsfleisch. Ich habe lange nicht mehr so einen Döner gegessen. Das ist auch scharf. Der Döner schmeckt genauso, wie wenn sich 90% von euch Döner vorstellen. Genauso schmeckt er, ganz klassisch. Leicht süß, das Fleisch. Da ist wirklich viel Fleisch drin. Die haben gar nicht gespart. Das ist natürlich jetzt auch das Modell gewesen für die Thumbnail so. Da könnten jetzt noch 30% weniger Fleisch drin sein, der würde immer noch fleischig sein. Mhm. Bin happy. Komm, probier du jetzt auch dein Chicken Sandwich. Mhm. Aber ich finde schon, eine Zwiebel gibt einen ausschlaggebenden Geschmack in dem... Ja, Zwiebel ist wichtig. Generell, Zwiebel, Knoblauch gehören auf den Döner. What the fuck? Cringe, wer das weglässt. Cringe. Döner. In einem Döner muss eine Zwiebel sein, dass es ein Döner ist. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Das sieht aus wie ein Coleslaw-Sandwich. Ja. Ich hab's hier wieder im Bad, gell? Ja. Ist schon weg, gell? Ja? Er ist nicht weg, gell? Doch, du hast nur hier leicht. Die Soße, ich liebe diese Soße. Ich glaube, das ist diese Mayo. Das ist der Joghurt-Mayo-Sauce, die früher immer alle so... Wenn das jetzt deutsches Streetfood ist, okay? Sagen wir mal, der Döner ist deutsches Streetfood, ja? So schmeckt ein deutsches... Junge, das, hier hört ihr einfach Profis beim Arbeiten. Profis beim Arbeiten. Das sind richtige Food-Reviewer hier. Da merkt ihr, wo Qualität steckt. Deutscher Döner für mich. Ganz klassisch, geil. Süß. Also ich muss sagen, ganz kurz zu dem ersten, der hat mich schon ein bisschen abgeholt, muss ich sagen, aber... Ja, das Fleisch war lieblos. Bei dem zweiten, das ist einfach Quatsch, ey. Sag ich euch ehrlich, der hat gefühlt ohne alles bestellt. Einfach ein Krautsalat in der Brottasche mit ein bisschen Fleisch gefüllt. Einmal ein normaler Chicken, aber es macht halt das Brot, die Soße, Bro. Das ist halt wirklich dieser Kindheitsdöner. Ah, weißt du, wie der sich anfühlt? Wie dieser 3,50 Euro Döner von früher. Ey. Das ist schon so, siehst du, so Gold. Das ganze Fett und Soße und alles hat sich da drin. Oh, der schmeckt richtig geil. Ja, aber das ist geil. Das Fett da drin ist so geil. Das schmeckt so wild. Einfach wild. Ja, Baba Döner. Ich hoffe, deine Mama hat Auto von außen nicht auch sauber gemacht, sonst kriegen wir Schläge. Eigentlich schon, aber
Entschuldigung. Ich mach heute nochmal. Probier mal deinen. Die sagen ja einfach nicht. Probier mal den, wie der schmeckt. By the way, Alan liebt scharfes Essen. Für mich ist er zu scharf, aber... Wir haben ganzen Parkplatz haben wir versaut mit Servietten. Aber wart ihr hier schon mal Döner essen? Ja. Fahrt ihr immer mit dem Auto so durch? Ja. Ist es für euch schon normal, oder was? Nein, aber die haben einen Traffic. Ist geil, oder? Ja, ist geil. Ich habe auch gerade bestellt. Was sagt ihr zum Döner? Sehr gut. Ich finde ihn geil. Ich bin überzeugt. Lasst euch schmecken, Männer. Die Jungs feiern den... Junge, ich fände es so weird. Einfach, deswegen kann ich so einen Content nicht machen wie Randy. Ich würde mich niemals trauen, einfach zu so Randys dahin zu gehen. Das wäre gar nicht meins. Oder wie Holle, der einfach Döner-Tests macht und rennt dann noch zum Chef von dem Laden und sagt ihm seine Meinung ins Gesicht. Ich würde zwar meine Meinung im Video sagen, aber doch nicht da noch hinrennen und ihn zur Rede stellen. What the fuck? Döner auch, für die ist schon normal. Drive-Thru-Döner, ganz, ist nix, oder? Ist bei uns normal, Dreiskirchener Gangster. Verstehst, bei uns in Dreiskirchen ist das normal, oder? Bei uns in Wien haben wir das nicht. Real Talk, der Döner ist gut, kann man nicht sagen. Es zahlt sich wirklich aus dem Herzen. Ja, ja, ja. Nicht nur wegen der Experience, der Döner ist auch gut. Am Ende des Tages muss ich sagen, natürlich macht es keinen Unterschied, ob du jetzt mit dem Auto da rein, raus fährst. Ich finde es einfach cool, was Neues zu haben. So, und es gibt es nicht überall, deswegen würde ich es machen. Wenn du jetzt nicht hier am Parkplatz isst, und es regnet und du willst nur schnell nach Hause und du wohnst in der Nähe, macht das schon Sinn. Dann macht das 100% Sinn. Ja. Aber so wie wir das jetzt machen, everyday. Everyday. Ich weiß eh, was du meinst. Du hast keinen Bock auszusteigen. Ah. Dein Arbeitsweg ist immer der. Du fährst so tschick, 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 Döner, bam, weiter. Und ich muss auch sagen, wie lange hat es gedauert, bis der Döner fertig war? Ich sag nicht mal 2 Minuten. Bam, 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 zack, zack, zack. Und dann ist es geil. 10 von 10. Ja. Oder sollen die da sich zu 20 anstellen? Ich fahre mit dem Auto ran, bam, Drive-Thru wie bei McDonalds, zack, geht schnell. Dann muss man sich nicht lange anstellen. Deinem letzten Video. Kurze Werbung, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, wie lange steht man bei Ferhat Döner an? Ihr könnt mir auch gerne mal unter... Ach, stimmt, das haben wir uns angeguckt. Da stand der irgendwie, der stand 30 Minuten oder so stand der an für einen Döner. Das ist halt brutal. Aber gut, damit kannst du halt nicht vergleichen, da ist halt auch wenig los. Dieses Video auch in die Kommentare schreiben, wo ich so ein Video nochmal drehen soll. Ich habe überlegt, in Berlin bei Rüyam Döner, wie lange steht man da an? Es gibt noch so ein paar Läden, aber ihr könnt gerne unten in die Kommentare mal reinhauen. Ey Randy, da steht man echt lang an, wie lange steht man wirklich an und lohnt sich's. Kebab and More, dicker Kuss geht raus, war sehr, sehr lecker. Danke nochmal für den einen geschenkten Döner auf jeden Fall. Wenn ich hier vorbeifahren würde, würde ich einfach rein und mir einen Döner fetzen hätte. Aber dann hat der eine Döner auch 11,90 gekostet. Wahrscheinlich, weil sie Obwohl, die haben 2 Döner abgerechnet, aber wenn die einen geschenkt haben, dann haben ja beide, hat ja nur einer 11,90 Euro gekostet, oder bin ich dumm? Ach, scheiß drauf. Ich hab keinen Überblick mehr. Hab ich jetzt Bock auf so einen nostalgischen Kindheitsdöner. Der ist super lecker, es gibt nichts zu meckern. Brot war geil, Fleisch war geil, hat alles super geschmeckt, war nicht zu salzig. Zu leicht. Ist aber mit der Zahl nichts zu tun, wenn du mich fragst. Bis zum 27. April, da ist mein Geburtstag, will ich diese 100.000, diesen YouTube-Button haben. Kuss geht raus. Okay, dann, warte, ich schau, wie viel brauchen wir da noch? Wir brauchen noch, ich habe jetzt mit meinem Reaction-Kanal auch nochmal abonniert. Wir sind bei 64.600. Ich sag dir ehrlich, Randy, der Button wird schwierig. Aber ihr gönnt gerne, gönnt Randy den 100.000er-Button. Zapp bei ihm rein. Er hat's verdient. Bezüglich dem Video, ich glaube, das mit dem Anstellvideo, was ich gerade erwähnt habe, das habe ich gar nicht hochgeladen. Das hatten wir uns ja reingezogen. Aber diese Anstellvideos, auch wenn jetzt noch eins kommt, werde ich nicht als Reactions hochladen. Weil die werden wir uns im Stream vielleicht angucken, aber nicht als Reactions, weil die sind einfach nicht so interessant, dass ich das für Reaction-Content halte.